Nun, meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist wieder Samstag, das heißt, heute ist wieder Hörspielzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Zusammenfassung aus der gesamten Woche, nur eben ohne meine Einsprecher. Ich wünsche euch viel Spaß und super Unterhaltung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Maxim Wurstmann. Rede ich mit Herr Steiner. Ich rufe Ihnen bezüglich Ihrer Anmeldung für automatische Handelssystem. Stimmt das? Ja, weiß ich doch nicht, ob das stimmt. Wo haben Sie denn die Anmeldung her? Also haben Sie registriert, ja? Nö. Interessant. Vielleicht haben Sie Werbung angeschaut oder haben Sie schon Erfahrung auf dem Markt? Nö. Also, vielleicht haben Sie da Ihre Daten eingegeben. Nö, ich denke, Sie werden irgendwo den Datensatz einfach nur illegal aufgekauft haben. Okay, naja. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Ciao. Ja, das wünsche ich mir auch. Guten Tag. Hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. Herr Steinfeger? Jo. Herr Steinfeger, mein Name ist Alexander. Es geht um Ihre Anmeldung bei einer Handelsgesellschaft. Bei einer Handelsplattform. Welche Anmeldung denn? Bei einer Handelsplattform. Ja, und welche Anmeldung? Bei automatischer Trading. Sie haben Sie bei uns registriert und Ihre Daten eingelassen. Wann denn? Das war bestimmt seit ein paar Monaten. Ja, das weiß ich ja jetzt nicht mehr. Aber ich wollte Sie einfach fragen, ob das noch sehr aktuell? Nee. Nicht mehr, oder seit? Nee, haben ja in der Zwischenzeit ungefähr 700 Milliarden Betrüger angerufen. Richtig. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche mit dem Lummel Tutrin. Hallo Herr, ich grüße Sie. Mein Name ist Thomas Nord. Ich melde mich vom Credit Capital Unternehmen. Hoffe im Moment nicht gestört. Sie haben gerade eine Anmeldung an unsere Unternehmer gemacht, richtig? Wegen dem... Hallo? Ja. Sind Sie dran? Ja, ja, okay, super. In dem Fall, Sie haben die Registrierung an unser Unternehmen gemacht und meine Frage wäre an Sie, ob das zum ersten Mal für Sie ist oder haben Sie schon Erfahrung in Richtung Onlinehandel, Herr Tutrin? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Das war meine Antwort. Genau. Und was für eine Antwort ist das? Eine Antwort. Ja, ist das das erste Mal für Sie oder haben Sie schon früher gehandelt? Ey, du alter Stück Scheiß. Haben Sie ein Problem? Du Hurensohn. Aha, also sind Sie Kriminelle, oder? Guten Tag, Herr Bratwurst. Ja? Herr Bratwurst, mein Name ist Alexander. Ich rufe gerade von einer Handelsgesellschaft an. Von welcher denn? Von das Kapital. Sie haben auf unserer Plattform Ihre Daten eingelassen, bezüglich einer automatischen Trading. Sie meinen eingetragen, nicht eingelassen. Bitte? Sie meinen eingetragen, nicht eingelassen. Ja, Sie haben registriert. Ja, so aber noch nicht Ihr Konto aktiviert. Deswegen, ich wollte Sie fragen, ob das noch für Sie aktuell ist. Weiß ich nicht, wann habe ich denn die Eintragung da gemacht? Bestimmt seit ein paar Monaten. Naja, eigentlich müssen Sie das ein bisschen genauer wissen und nicht nur bestimmt ein paar Monate. Laut Datenschutzgesetz müssen Sie mir ja sagen, wo Sie die Daten her haben. Ja, wenn ich sage Ihnen vor 2 Monaten, es ist... Naja, mit Datum, Uhrzeit und Zeitstempel. Habe ich nicht. Ja, dann ist es ein illegaler Werbeanruf. Woher dann habe ich Ihre Kontaktdaten? Ja, weil es ein illegaler Werbeanruf ist, denn wenn Sie die Daten ja irgendwo illegal aufgekauft haben, wenn Sie mir nicht sagen können, wann und wo genau. Ja, das bedeutet, dass bestimmt woanders haben Sie diese Daten eingelassen. Nee, das bedeutet, dass Sie illegal anrufen. Bedeutet das nicht? Doch. Herr Pratzus, bestimmt bevor... Kennen Sie denn die deutsche Datenschutzgrundverordnung? Ist Ihnen die bekannt? Ja, das ist mir bekannt. Na, dann wissen Sie ja, dass Sie auch nicht anrufen dürfen ohne ein Double Opt-in, oder? Ja. Na sehen Sie, und warum rufen Sie dann an ohne Double Opt-in? Sie können mir ja schließlich nicht mal sagen, wo Sie das Opt-in herhaben und wann. Ich habe Ihnen das gesagt. Nee, haben Sie gerade nicht gesagt. Ja, ein paar Monate ist keine Aussage, das ist Quatsch. Herr Pratzus, es spielt aber keine Rolle. Doch, das spielt eine Rolle. Meine Frage ist, ob Sie sich daran interessiert oder nicht. Das ist alles. Meine Frage wäre, sind Sie denn daran interessiert, vielleicht mal einen anständigen Job zu machen, als die Leute am Telefon irgendeine Scheiße zu verkaufen? Ich verkaufe eine Scheiße. Doch. Sie arbeiten illegal. Nee. Doch. Sie arbeiten illegal. Natürlich. Und Sie rufen mich auch mit einer gespooften Telefonnummer an. Das ist auch noch illegal. Alles klar, Herr Bratzus. Ich habe Sie verstanden. Danke sehr und alles Gute. Suchen Sie sich mal einen anständigen Job. Ja.
Schönen guten Tag, ja, Gertrud, hören Sie mich? Matteo Meyer spricht am Apparat. Ich rufe Sie von Sicherheit und Überwachungsabteilung von SATFA. Wie ist Ihr Name? Matteo Meyer. Meyer? Ja. Aha. Wo haben Sie denn den Namen her? Wie bitte? Wo Sie Ihren Namen her haben? Matteo. Ja, und den Nachnamen Meyer, wo haben Sie denn den Namen her? Meyer, nicht Meyer, Meyer. Ja, ist ja egal, aber woher haben Sie den Namen denn? Wie bitte nochmal? Woher Sie den Namen haben? Ihr Name ist Gertrud Steiner, ja? Woher Sie Ihren Namen haben? Und jetzt antworten Sie nicht mehr, oder was? Wie bitte nochmal? Die Frage war, woher Sie Ihren Namen haben? Matteo Meyer. Ja, und woher haben Sie diesen Namen? Wie bitte? Woher Sie diesen Namen haben? Also Sie brauchen jetzt hier keine technischen Schwierigkeiten irgendwie vortäuschen. Ihren Namen? Nein, Ihren Namen. Woher Sie Ihren Namen haben? Meinen Namen, ja? Ja. Was habe ich? Ja, woher haben Sie den? Sie sind ja offensichtlich nicht deutsch. Ach so, das ist egal. Ja, Steine. Finde ich nicht egal. Okay, kleinen Moment. Ich rufe Sie von Sicherheit und Überwachung Abteilung von SATFA. Das ist internationale Gesellschaft. Die Unternehmen arbeitet gegen Geldwäsche und gegen Betrugshandelsplattformen. Und außer das Unternehmen ist geklappt zu Blockchain A. Erstmal, ich gebe Sie Bescheid, dass wir haben Informationen gekriegt, dass Sie auf dem Finanzmarkt Geld investiert und verloren haben. Das ist richtig, oder nicht? Nee? Das ist falsch. Okay, aber Ihr Name ist Gertrud Steiner, ja? Steiner. Aber warum ist Ihr Name und Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse in Blockchain? Ja, das kann ich Ihnen erklären, weil irgendeine Betrügerfirma, also Sie, haben das aufgekauft, Moment, die Daten. Kleinen Moment. Sie haben ein großes Problem, Herr Steiner. Ja. Momentan an Ihr Name eine illegale Brieftasche in Blockchain. Warum ist? Handelsplattform, ist ja nicht der Fall. Kleinen Moment, Handelsplattform, wo Sie Ihr Geld investiert haben, war Kriminalplattform. Hab ja nichts investiert. Welche hat Ihren Namen und Ihr Geld für illegale Transaktionen benutzt? Also das Skript, was Sie da vorlesen, funktioniert nicht, weil ich habe nichts investiert. Aber warum ist Ihr Name und Ihre alles Informationen in Blockchain? Das habe ich ja gerade gesagt, weil Sie das illegal aufgekauft haben, die Daten, um dann dieses Skript davor zu lesen, was keinen Sinn ergibt. Herr Steiner, Sie machen eine Transaktion in Blockchain, ja? Bitcoin gekauft, das ist richtig, ja? Nee. Okay, keine Probleme. Ihr Geld nach Waisenhaus überweisen, okay? Okay? Was? Ihr Geld nach Waisenhaus Überweisung. Also das ergibt gar keinen Sinn, den Satz. Herr Steiner, momentan an Ihrem Namen existiert eine illegale Brieftasche in Blockchain. Wir sollen Ihnen daran helfen, damit Sie Ihr Geld zurückkriegen. Mein Manager hilft auch. Okay? Ja, wie soll ich denn Geld zurückkriegen, wenn ich keins eingezahlt habe? Okay, aber Ihr Geld nach Waisenhausüberweisung, okay? Tschüss. Hä? Ja? Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Herr Lips, ja? Ja? Diana Stark ist am Apparat und ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen heute? Alles in Ordnung? Ja. Okay, Herr Lips, ich rufe Sie an von Trading Academy, weil Sie haben schon Interesse gezeigt, online Profite zu generieren. Online ein passives Einkommen zu haben. Bin ich korrekt, ja? Ich weiß nicht, ob Sie korrekt sind. Ich habe Ihnen gefragt, sind Sie korrekt oder bin ich korrekt oder nicht? Haben Sie Interesse gezeigt oder nicht? Also ich weiß ja nicht, ob Sie korrekt sind, aber ich weiß auch nicht, ob ich Interesse gezeigt habe. Womit denn? Über Finanzmarkt. Sie haben Interesse gezeigt, Online-Profite zu generieren, Online-Handel zu machen. Aha. Okay. Ja, okay. Herr Lips, haben Sie schon probiert, vielleicht bis jetzt Online-Handel zu machen? Nee. Mit Forex, Aktien, Bitcoin? Nee. Oh mein Gott. Ich habe Ihnen gefragt, haben Sie schon bis jetzt Investitionen gemacht? Ja. Hallo. Hallo?
Ja. Schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Schaum? Nee, Herr Steinfeger. Ach so, es tut mir leid für die Störung, ja? Hä? Sehr doof. Hallo? Nennt mich beim Vornamen und... Es tut mir leid für die Störung, ja? Ich dachte, Sie wollen den Herrn Steinfeger sprechen. Hallo? Ja, was denn? Haben Sie Interesse, Ihren Account zu aktivieren? Was ist denn für ein Account? Hallo? Ich sehe, dass Sie sich bei uns angemeldet, ja? Ja, wo denn? Wie wär's, wenn Sie sich mal Stocks vorstellen? StocksDC! Bei StocksDC! Manuel Busch sind meine Namen. Ja? Manuel Busch. Und ich... Genau, Manuel Busch. Und wer soll Ihnen den Namen glauben bei dem Akzent? Naja, warum nicht? Das ist ja unglaubwürdig. Haben Sie Interesse, Ihren Account zu aktivieren oder nicht? Ja, nicht bei Betrügern. Alles klar, dann. Tut mir leid, ja. Ja. Ja, dann leg auf. Ja, hallo. Hallo? Ja. Schönen guten Tag, ich spreche mit der Steinfeger. Ja. Mein Name ist Sandy, ich melde mich von StocksDC. Es geht um Onlinehandel. Wie ist Ihr Name? Sie haben sich bei uns registriert. Andi Jäger. Jäger? Jäger, ja. Okay. Sie haben sich bei uns registriert. Wo denn? Bei StocksDC. Aha, wann denn? Das ist in März. So, das weiß ich ja jetzt nicht mehr. Kann sein, ja. Ja, und deshalb melde ich mich bei Ihnen. Ich muss Sie dabei unterstützen, Ihr Konto aktiv zu machen. Ja, ich will ja mein Konto nicht aktiv machen bei Ihnen. Warum haben Sie sonst registriert? Ja, ich war über eine Werbung und dann wurde ich ja einfach bei Ihnen registriert. Also ich habe mich nicht bei Ihnen registriert, sondern in einer Werbung. Genau, das war ja unsere Werbung. Ja, und dann habe ich mir Ihre Seite angeguckt und dann fand ich die nicht seriös und habe es gelassen. Okay, gut. Ja. Weiß ich Bescheid. Alles klar. Und, möchten Sie noch machen oder nicht? Da habe ich doch gesagt, ich fand sie nicht seriös und dann habe ich es gelassen. Aber haben Sie jetzt probiert? Wissen Sie, wie es funktioniert? Ja, aber nicht bei Ihnen. Ja, also können Sie nicht sagen, dass unsere Seite nicht seriös ist. Nur doch, Sie man nicht hat ja gesehen, alles erzählt, was zur Seriosität gehört und deswegen habe ich es gelassen. Und die Beiträge über Sie, über Ihre Firma ist ja auch nicht gerade besonders gut. Im Internet kann ja sehr, sehr viel stehen. Heißt ja aber nicht, dass das auch stimmt. Aber wenn es ausschließlich schlechte Kommentare sind, dann lässt man da lieber die Finger davon. Na gut, wenn Sie der Meinung sind, dann bin ich damit einverstanden. Gut, alles klar. Ciao. Winke, winke. Winke. Ja? Hallo, Herr Steiner? Ja? Guten Abend, mein Name ist Stern. Ich melde mich von Top Trade 500. Ich glaube, ich störe Sie nicht, oder? Doch. Störe ich Sie? Ja. Wann soll ich mich melden, Herr Steiner? Weiß ich nicht. Wann hätten Sie denn Zeit? Na, jetzt nicht. Okay, wie sieht's aus mit Montag? Ja, meinetwegen. Welche Uhrzeit? Keine Ahnung, so nach 16 Uhr oder so. Okay, super. Dann melde ich mich nochmal Montag nach 16 Uhr, okay? Alles klar. Danke, auf Wiedersehen, tschüss. Tudulü. Ja, hallo? Hallo, Herr Paul? Ja, den hab ich dort rein. Guten Abend, hier ist Annelie aus globalem Finanzmarkt, Herr Paul. Sie haben ihn bei uns registriert ja, und Ihre Handelskonto... Würden Sie mich mal bitte mit meinem Nachnamen ansprechen und nicht mit meinem Vornamen? Herr Gerda. Super. Also Sie haben in globalen Finanzmarkt Ihre Handelskonto erstattet, haben Sie gezeigt Interesse an Kryptowährungen, richtig? Ist das gleiche Interesse bei Ihnen, wenn man da ein Konto erstellt hat? Ja. Ja. Ich habe ja nur mal geguckt. Bitte? Ich habe nur mal geguckt. Und du? Sie sind in globalem Finanzmarkt. Verstehen Sie? Ja. So, kann sein. Ja, und du? Ich bin Ihre Persona-Kontoberaterin. Wir müssen zusammen Ihre Konto aktivieren, dann können Sie weiter Investitionen machen. Ach, das ist ja ein Zirkens. Wie muss ich denn das machen? Schmetterling, du sagst ja doch. Ja. Na, was denn du? Herr Gerda. Entschuldigung, gute Nacht. Ja. Tschüss. Gute Nacht, mein Zuckerpüppchen.
Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr Gerd. Ist das also die Nummer von Herr Paul Gerda, ja? Oder? Mhm. Genau. Also Herr Gerda, am Apparat ist Richard Neuhaus Handelsplattform. Mhm. Sie haben sich registriert für Handel, ja? Deshalb rufe ich an. Mhm. Ja. Also ich bin Ihr Kundenberater und bin ich hier in weitere Informationen geben und helfen Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Mhm. Haben Sie schon welche Fragen? Nö. Okay, also und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich, oder? Welchen? Blätter abzocken? Ja. Was meinen Sie? Mhm. Was meinen Sie, Abzocker? Antwortest du auch? Nee? Was denn du? Was ist los? Na, habt ihr denn noch Jobs frei? Vielleicht kann ich ja mithelfen, auch ein paar Leute abzocken. Sind Sie ein YouTuber? Mhm. Okay. Ja. Tschüss. Da hast du heute bestimmt noch ein paar tausend Datensätze vor dir. Ja. Hallo. Ja, hallo. Mhm. Jan Philipp, mein Name. Sprech mit Herr Gerald Gabelbieger. Ja. Ich melde mich aus dem Unternehmen TradeFX. Der Grund, warum ich Sie anrufe, ist, Sie haben Interesse an dem Finanzmarkt gezeigt. Sind Sie noch aktiv? Nee. Haben Sie was früher gemacht oder planen Sie etwas zu machen? Nee. Hm, gar kein Problem. Ja, guten Tag. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Lisa Gomez, mein Name. Ich grüße Sie. Aha. Ich rufe Sie an von der Anlageberatungsfirma und ich wollte gerne mit Ihnen die neue Gelegenheit über Finanzmarkt zu teilen. Weil wir rufen nur die Leute, die Interesse gezeigt haben, unbekannt sind. Aha. Und bestimmt haben Sie bisher Erfahrung gemacht mit Finanzmarkt, oder? Nee. Und was für eine Erfahrung haben Sie bis jetzt? Eine positiv oder negativ? Ja, bei nö gibt's ja keine weitere Antwort dazu, oder? Entschuldigung? Ja. Genauso wie ich es gesagt habe. Vielleicht ist, sitzen Sie da in dem Fall in einem falschen Raum. Ist ein bisschen lauter bei Ihnen. Hören Sie mich besser? Nee. Hallo? Hallo? Einen wunderschönen guten Tag, Herr Schaar. Bianca Sanchez ist am Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Alles bitte. Gut bei Ihnen? Zunächst heißt es nicht Herr Schaar, sondern Herrn Steinfeger. Also spreche ich mit Rudolf Schaar. Ach, Herr Schaar, wollen Sie sprechen? Ja, einen Moment. Okay. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Ja, Günther, hier ist David Carlson, Ihr Kontomanager von Handelsplattform BTQ. Wie geht es Ihnen? Aha, ganz entzückend. Freut mich. Herr Günther, ich rufe wegen Ihrer Anmeldung unter unserer Werbung. Sie haben Interesse geäußert, auf dem Finanzmarkt online zu handeln. Das stimmt so, ja? Aha, wo haben Sie das denn her? Hallo? Ja, hallo. Guten Tag, Herr Günther, ich grüße Sie. Hier spricht Amy Michele. Ich melde mich wegen Ihrer Interesse am Finanzmarkt handeln. Verstehen Sie ja, was ich meine? Hallo. Hallo. Es geht zum Online-Handeln. Haben Sie Erfahrung in dieser Richtung oder noch nicht? Ja. Haben Sie. Sind Sie damit zufrieden? Ja. Das ist auch gut. Und womit haben Sie gehandelt? Mit welcher Vermögenswerte? Schlüpfer. Ach du Arschloch. Was? Selber Arschloch. Fick dich. Ciao. Haben Sie eine Macke? Wenn Sie mich fragen, womit ich handle, dann antworte ich. Ich hab mit... Ja? Hallo? Ich kann niemand hören. Hallo? Guten Tag. Ja, bitte. Hallo? Ja? Hallo. Guten Tag, ich heiße Jack. Und ich rufe Sie von automatisiert Bitcoin-System. Wie geht's Ihnen heute? Ja, ganz entzückend. Wie bitte? Ganz entzückend.
So, Sie haben sich bei uns registriert, jetzt zu machen auf das Finanzmarkt, ja? Habe ich das, ja? Okay, so jetzt, ich bin Ihre Kontomanager und ich kann Sie assistieren, mit den Handeln zu beginnen, okay? Aha. Okay, ja, können Sie mir sagen, haben Sie Erfahrung im Handeln oder das ist das erste Mal? Ja, ich habe schon öfters gehandelt. Okay, so, jetzt, Sie können Ihre Konto aktivieren mit das Minimum, mit nur 250 Euro, okay? Mit 2,50 €? 250 Euro. Ach, 250. Genau. Aha. Okay. Okay, so haben Sie eine Visa oder Mastercard, um Ihre Konto aktivieren? Ist das nicht langweilig, jeden Tag 100-mal das Gleiche vorzulesen? Sagen Sie mir, haben Sie eine Visa oder Mastercard, um Ihre Konto jetzt aktivieren? Warum werden Sie denn gleich laut? Wie bitte? Warum werden Sie denn gleich laut? So, möchten Sie Ihre Konto aktivieren oder nicht? Sagen Sie mir. Natürlich. Was bedeutet natürlich? Na, so wie ich es gesagt habe. Sie haben es ja richtig verstanden. Okay, so haben Sie eine Visa oder Mastercard, um Ihre Konto aktivieren jetzt? Ja, wie oft müssen Sie Ihnen das vorlesen am Tag? Okay, ich schließe das Konto. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, winke, winke, Betrüger. Ja, guten Tag. Wie kann ich denn behilflich sein? Ihr Mikrofon. Guten Tag. Wen habe ich denn da am Apparat? Möchtest du nicht mit mir sprechen? Hallo. Heute nicht, ne? Wie viele Leute hast du denn heute schon so beschissen? Ja? Okay. Ist ja interessant. Ja? Und wie viele Leute haben da so bei dir eingezahlt? Ja? Haben die alle nur 250 Euro sich bescheißen lassen oder haben da auch ein paar 500 eingezahlt? Mit Visa oder mit Mastercard? Ja? Haben Sie denn schon Erfahrung? Ja? Wie geht es Ihnen denn heute? Ah ja, schön. Das freut mich, dass es Ihnen schlecht geht. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Ja, mit welchem Betrüger spreche ich denn jetzt? Na gucke, da hat's Betrügerschweinchen schon wieder das Mikrofon ausgemacht und will sich ein bisschen Pause ergaunern. Vielleicht sagen wir einfach mal deinem Chef Bescheid, dass du nur rumsitzt und deine Zeit vergeudest und dein Geld überhaupt gar nicht wert bist. Was hältst du denn davon? Na, soll ich mal anrufen und Bescheid sagen? Ja? Okay, das machen wir. Dann wünsche ich dir noch einen schlechten Tag. Auf Wiederhören. Betrügersammelstelle, schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Darf ich mit Frau Regina Günther sprechen? Mit was? Mit Frau Regina Günther. Oder nee. Bin ich falsch verbunden? Sowas existiert nicht. Okay, sorry. Schönen Tag. Ja, nicht so. Ciao. Ja, guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Zollikofer am Apparat von der Firma Isaacs & Partners. Hallo. Spreche ich mit dem Herrn Lips? Ja. Guten Tag, Herr Lips. Also der Grund, warum ich Sie angerufen habe, ist, weil wir derzeit eine Kundenakquise machen, also Kundenkreiserweiterung im Bereich Onlinehandel. Und da wollte ich Sie fragen, vielleicht haben Sie 2-3 Minuten Zeit? Also das heißt ja. Okay. Ja, dann würde ich eben gerne Ihnen einfach unser Unternehmen vor allem und was wir tun und was wir machen in der Branche per eine E-Mail zukommen lassen. Oder aber Sie haben jetzt Zeit und dann wären Sie vor einem Rechner, dann würde ich Ihnen das auch direkt zeigen. Ja, ich bin am Computer. Okay, super. Dann heißt es, wollen wir das gemeinsam anschauen oder sind Sie bei der Arbeit oder wie geht das? Das weiß ich doch nicht. Sie rufen mich doch an und wollen mir was erzählen. Richtig. Also, wollen Sie es per E-Mail haben, Herr Lips, oder soll ich das buchstabieren? Ja, ich weiß ja nicht mal was. Unser Unternehmen, also Firma, Isaacs & Partners. Aha. Was ist das? Also wir sind eine Online-Handelsplattform und wir befassen uns eigentlich mit Kryptowährungen, Forex, Aktien, vorbörsliche Aktien, vorbörsliche Kryptowährungen und derzeit machen wir ein Angebot für unsere Kunden, ist ja unverbindlich. Da können Sie, wenn Sie wollen, mal das Ganze lesen
Und wenn es für Sie also interessant ist, oder vielleicht wollen Sie ja einen Monat, haben Sie bei uns kostenlose so Schulung, falls Sie keine Erfahrung haben in der Branche, oder aber Sie erhalten auch, wie soll ich Ihnen sagen, ein Referenzgeschäft. In was denn für eine Branche? Also Börse, Onlinehandel. Ach so. Und woher haben Sie da meine Daten? Also eure Daten, die habe ich ja nicht ich arbeite ja da, die haben wir von der Europäischen Zentralbank. Jeden von der EZB? Ja, richtig. Ich will auch lachen. Das ist ja ein Quatsch. Glaubt ihr den Scheiß irgendjemand? Also schauen Sie, ich habe da hier vor mir Belege. Aber ich will auch lachen. So einen Scheiß habe ich noch nie gehört. Noch nie. Ja. Das ist ja jetzt absolut ist bekloppt. Entschuldigung, aber wieso ist das bekloppt, wenn ich fragen darf? Ja, ist Betrug. Definitiv Betrug. Die EZB, die hat meine Daten nicht und die gibt meine Daten auch gar nicht raus. Aber wieso haben wir ja die? Ja. Irgendwo geklaut oder gekauft? Also weder noch, wir haben ja ein Abkommen mit der Europäischen Zentralbank. Ja, ja. Und, genau. Also nicht genau. Ich, sondern also unsere Firma. Schöne Geschichte. Herr Lips, wie soll ich Ihnen sagen? Es ist so, wie es ist. Ich sage Ihnen das und ich werde auch so bleiben. Ob Sie jetzt glauben, suchen Sie mal irgendeinen seriösen Job. Irgendwas, wo Sie legal Geld verdienen und nicht mit kriminellen Machenschaften. Aber ich bin ja nicht kriminell. Doch. Nein, ganz ehrlich, ich bin nicht kriminell. Doch, Sie sind kriminell. Sie sind ein Krimineller, der versucht, die Leute über den Tisch zu ziehen. Mehr nicht. Krass. Ja, krass, ich krass höre, ja, dass Sie überhaupt sowas machen. Finde ich ganz schön beschämend. Suchen Sie mal was Anständiges. Das ist doch ein aber wieso sind Sie dann so eingestellt? Ich habe einen super Job, ich liebe meinen Job. Ja, das ist ja ganz schön traurig, dass Sie Ihren Job lieben. Das ist ja ekelhaft. Wie kann man denn sowas lieben? Leute zu bescheißen und zu betrügen? Aber arbeiten, das kann man doch nicht gut finden. Herr Lips, noch einmal. Ich tue meine Kunden nicht alle in einen Topf, sondern ich sortiere jeden Kunden und Sie sind der Erste seit langem, dass genau. Sie so einfach... vorverurteilen. Genau. Sie sind einfach ein Lügner. Sie sind ein Lügner und ein Betrüger. Sie sind kriminell. Das ist bandenmäßiger Betrug, was Sie da machen. Ja? Ja. Also reden Sie weiter. Es wird eh aufgezeichnet und ich habe Ihre Daten. Okay, jetzt machst du dich gleich nochmal strafbar, weil auch das darfst du nicht. Nein, es wird ja eh alles aufgenommen. Bist du lächerlich. Ja, genau. Alleine das ist ja auch strafbar. Das ist zu viel. Ja, alleine das ist auch strafbar. Ja. Also, was strafbar ist, man, ihr seid doch alles Hurensöhne. Genau. Ja. Hallo. Was möchtest du denn? It's Alessandro Tannelli speaking, Gerald. How's your day going? Nee. Hier wird nur Deutsch gesprochen. Hier wird anständig geredet. Do you speak English, Gerald? Nee, so was unanständig machen wir nicht. Wir reden. Ja, Jürgen, doch. Hallo, schönen guten Tag. Darf ich mit Frau Günther Gina sprechen? Nee. Ist sie nicht da? Nee, Sie dürfen nicht mit der Frau sprechen. Darf ich? Nicht? Nee. Meinen Sie? Warum? Ja, weil ich das verbiete. Also, Sie möchten das so machen oder das so sein? Ja, was, worum geht's denn? Also, es geht um die Anmeldung, also was Frau Regina bei uns gemacht hat, ja. Aha, was denn für eine Anmeldung? Also ich akzeptiere nicht Ihre Entscheidung. Ich muss das auf jeden Fall von Frau Regina hören. Nee, das ich bin Ihr Mann und ich habe hier das Sagen. Also, das akzeptiere ich nicht. Das spielt für mich. Das ist mir egal, wer Sie sind. Ich muss das auf jeden Fall von Frau Regina hören. Mir ist auch egal, wer Sie sind. Wer sind Sie denn überhaupt? Okay, dann ich rufe nochmal 1000 Mal an. Ja, das können Sie gerne machen. Dann machen Sie sich strafbar und ich erlaube Ihnen sowieso nicht mit meiner Frau zu sprechen. Okay. Das können wir so mal probieren, ja? Dann zeige ich Sie an. Okay, können Sie das machen. Ich hab keine Angst. Wiedersehen, du wirst hier. Ciao. Das kann ich jetzt gerade tun, ja? Ja, wiedersehen, Würstchen. Dauer, ciao. Ja, tschüssi, Bockwurf. Hallöchen. Hallo. Ja? Hier ist der Felix Koch. Ich würde gerne mit der Frau Susanne Schneiderdienst sprechen. Ist das möglich? Nee. Da bin ich falsch, oder was? Nee.
Sondern? Nee, es ist nicht möglich. Wieso denn? Weil die Frau nicht sprechen kann. Wie bitte? Weil die Frau nicht sprechen kann. Ach so, alles klar. Dann vermerke ich das so. Ich bedanke mich für Ihre Offenheit und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, den wünsche ich mir auch. Ja. Danke, tschüss. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, guten Tag. Mein Name ist Arno. Ich rufe Sie von TomTom. Sie wollen Ihre Karten-Update machen. Von TomTom? Ja. Aha. Warum rufen Sie da an? Sie wollen Ihre Gerätkarten-Update machen. Ja, ich will mein Gerätkarten-Update machen. Ist Ihr Gerät mit Computer verbunden? Nee, Gerät ist kaputt. Dann was wollen Sie das machen? Der Gerät hat gemacht und dann war aus. Dann wenn das aus, vielleicht Akku ist leer. Akku vielleicht leer? Nee, ja. Hat gemacht. Dann warum ist das kaputt? Ja, weiß ich nicht. Schrott. Billigzeug. Ist das etwa die Hardware-Weise? Hardware-Problem? Weiß ich nicht. Wieso? Was soll ich denn machen? Einmal schalten Sie ein. Was? Einmal versuchen Sie einschalten. Ja. Und dann macht es und dann ist es kaputt. Dann wenn das kaputt, dann holen Sie bitte ein neues Gerät, okay? Ja. Dann tschüss, aber der... Ja, und was bringt der Anruf? Wie? Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Update? Dann update das, wenn das kaputt, Gerät ist kaputt, dann wie das machen, Gerät update. Geht nicht. Ja? Ja, dann nehmen wir ein anderes Gerät, dann habe ich dann ja, hole ich ein neues. Ja, nehmen andere Gerät. Richtig. Ja. Ja, dann und tschüss, aber der... Und wie macht man bei dem anderen Gerät dann Update? Andere ist das, Update ist bekommen das, ja. Erste Update automatisch, okay, funktioniert. Ja, aber ich habe noch das andere Gerät. Wie mache ich das denn da jetzt? Haben Sie ein anderes Gerät? Ja. Okay. Und wie macht man da? Hallo? Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr. Mein Name ist Martin. Ich rufe Sie von TomTom Support. Sie wollen Ihre TomTom aktualisieren oder Update machen? Ja. Haben Sie mit Ihrem PC verbunden Ihre TomTom? Ja. Um Ihnen besser zu helfen, ich brauche einmalige Verbindung mit Ihrem PC. Darf ich? Was denn für eine Verbindung? Mit Ihrem PC, Herr. Ja, und was verbindet man da? Es wie bitte? Dran. Ja, so, was haben Sie, bitte schreiben Sie www. Einen Punkt. L wie Ludwig. Ein L. L wie Ludwig. Ja. O wie Otto. G wie Gustav. M wie Martha. Ja. E wie Emil. Ja. E wie Ida. N wie North Pole. 123.com. Und was ist das? Was macht man da schön? Ich verbinde mit Ihrem PC, dann ist mache Ihre TomTom Update. Aha. Kann ich das nicht irgendwo runterladen? Ja. Ja. Dann machen Sie. Wo muss ich jetzt auf Download drücken? Ja. Wo denn? Was kommt? Na, ich wollte gerne das Update runterladen. Richtig, Herr. Aber mein Herr, dann brauchen Sie unsere Hilfe. Es kostet nicht kostenlos, okay? Ist nicht kostenlos? Ja. Warum? Das ist meine Firma, das ist Gebühren, meine, das ist nicht. Ich arbeite auch im TomTom dann. Es kostet viel. Ich dachte, es ist kostenlos. Was kostet es denn? Nein, ich mache das nicht. Unsere Hilfe ist nicht kostenlos, okay? Na, was kostet es denn? Dann 100 oder 50 Euro. 150 Euro? Ja, dann unsere Hilfe brauchen. Aha, das ist ja interessant. 150 Euro dafür, dass ich dann gar nichts bekomme? Kein Problem. Wenn Sie das nicht machen, kein Problem, okay? Das ist ja ein netter Betrugsversuch. Wie bitte? Ich sage, das ist ja ein netter Betrugsversuch. Okay, einmal bitte versuchen Sie auf Ihrem Net, okay? Ein was? Versuchen Sie selbst, machen Sie selbst, okay? Was ist das? Sie sollen machen. Ja, dann wo muss ich drücken? Dann ich kann nicht Ihnen weiterhelfen, okay? Warum? Auf Wiedersehen, tschüss. Warum denn nicht? Tschüss. Warum denn? Nein, tschüss. Warum denn? Tschüss. Warum denn? Ja, sag warum. Ja, guten Tag. Hallo. Hallo. Ja. Lori Oris? Ja, worum geht's denn? Wie kann ich denn behilflich sein? Do you speak Russian or English language?
Nee, warum? Du rufst doch hier in Deutschland an, da musst du doch auch sabbern können. Ничего не понимаю. Was für ein Ding? Вы у нас регистрацию прошли. Регистрацион. Регистрацион. Ja, das hört sich ja auf jeden Fall lustig an, was du versuchst. Können wir gerne weitermachen. Ah ja, nun sprichst du nicht mehr, ne? Magst du nicht so. Ist ja interessant. Okay, bye-bye. Was möchtest du denn jetzt, mein Mäuschen? Wie können wir denn behilflich sein? Wobei willst du denn bekacken? Nur erzähl mal. Was hast du? Hallo? This is customer service from US Forex. We've seen your registration from our official website. We would like to confirm with you, is there any account manager or IB from USG who are in contact with you already? Hello? Hello, sir? Do you have any account manager or IB who are serving? No? Okay, I will send you an email later. Thank you for taking our call. Thank you. Have a nice day. Goodbye. Hallo, schönen Morgen. Spreche ich mit Sigmund Knusprig. Also, Entschuldigung, schlafen Sie noch? Okay, Herr Knusprig. Entschuldigung für die Störung. Ich kann Sie einfach ein bisschen später anrufen, damit Sie in Stimmung war und also mein Name einfach ist Sabrina Schneider. Ich rufe Sie an, weil Sie Interesse an unser Projekt gezeigt haben und haben Ihre Kontaktdaten nicht hinterlassen. So, deshalb rufe ich Sie an, das vergessen. Sie haben das hinterlassen. Sind das? Hallo? Sind Sie da oder schon nicht? Hallihallo, Herr Knusprig. Hallo. Okay, sagen Sie bitte, wann kann ich Sie am besten erreichen, damit Sie mir antworten können, weil Monolog ist schlechter als Dialog. Wir können einfach zusammen sprechen. Sie schlafen jetzt? Und wer hat mir geantwortet? Guten Tag, Herr Biemel. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Super, freut mich. Ich bin Amalia Maye. Ich rufe Sie von der Firma Celine Invest. Es geht um passives Einkommen und Finanzmarkt. Sie haben vor kurzem bei uns angemeldet. Ja. Erinnern Sie sich? Nee. Sie haben gestern oder vorgestern bei uns angemeldet. Ach so. Habe ich vergessen. Wissen Sie etwas über Onlinehandel und Finanzmarkt? Haben Sie die Erfahrung? Was? Haben Sie die Erfahrung in diesem Bereich? Was denn für eine? Wie bitte? Was denn für eine? Was meinen Sie? Verstehen Sie, worum es geht? Nee. Wissen Sie gar nichts über Onlinehandel? Doch. Wissen Sie jetzt etwas oder nicht? Was denn? Ja. Hallo? Ja, ich bin der Herr Hubschrauber. Hören Sie mich? Okay, können Sie was anderes sagen? Was denn? Ja. Schönen guten Tag, spreche ich mit Hartmut Knusprig, richtig? Ja. Sehr gut. Herr Hartmut, ich bin Sebastian Leroy, der Manager von Europäischer Haupttrainingabteilung von Firma Inertia Finance. Ja, Sie sind gestern angemeldet auf unsere Werbung.
Es war Oil Profit Plattform unsere. Richtig? Was? Unsere Oil Profit Plattform. Sie meinen Öl, nicht Oil. Öl, natürlich. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin kein Deutscher. Ich bin überzeugt, dass ich es schon gemerkt habe. Ja, das habe ich gemerkt. Okay, sehr gut. Kein Problem. Ja, Hermut. Mein Beruf ist Ihnen einfach alles erklären, dann bei Aktivation helfen. Okay? Sagen Sie mir erstmal bitte, was für ein Interesse haben Sie auf dem Finanzmarkt? Ja, warum sind Sie angemeldet? Weiß ich nicht. Warum bin ich denn da angemeldet? Ja, warum sind Sie angemeldet? Was für ein Interesse haben Sie auf dem Finanzmarkt? Haben Sie etwas bestimmtes Ziel, was Sie erreichen wollen? Zum Beispiel ein Auto kaufen, Haus renovieren oder haben Sie solche Interessen noch nicht und wollen Sie erstmals nur ausprobieren? Ich wollte mal was ausprobieren. Okay. Haben Sie Ihre gewünschte Summe schon ausgewählt, womit Sie ausprobieren wollen? Ja. Okay. Sagen Sie mir jetzt, welches ist es? Was denn? Mein Beruf ist Ihnen einfach beim Aktivation helfen, Herr Harmut. Okay? Was wollen Sie denn aktivieren? Solche Informationen, Ihr Handelskonto, was Sie in unserem System haben, womit Sie online handeln können und Handlungsprozess leiten können auf dem Finanzbörse mit Hilfe von unseren Experten. Falls Sie es nicht wollen, sagen Sie mir und ich werde einfach auflegen und Ihr Handelskonto einfach löschen von unserem. Ein Käfer, eine Schildkröte und ein Hase machen einen Wettlauf. Wer gewinnt? Bitte? Ein Käfer, ein Hase und eine Schildkröte machen einen Wettlauf. Wer gewinnt? Das verstehe ich nicht. Was sagen Sie jetzt und was für eine Bedeutung hat das jetzt mit unserem Business, was wir machen sollen? Na, der Käfer gewinnt, weil der wurde vor dem Wettlauf frisch betankt. Es ist nicht funny, einfach. Nee. Ja. Oh. Es war sehr schlechtes. Haben Sie auch ein Humorgefühl oder lesen Sie das im Internet? Oder? Ich musste fast ein bisschen lachen, ja. Okay, ja, Sie sieht auch sehr, sehr lustige Person auch. Mhm. Okay, auf Wiederhören. Ich habe nicht Zeit zu verschwinden über. Ja, das heißt verschwinden, nicht verschwinden, weil verschwinden tun nur Dinge, die man geklaut hat, du Betrüger. Hallo. Hallo? Ja. Schönen guten Tag. Christina Tag, Weber Tag. Spricht. Guten Tag. Christina Weber ist am Apparat. Guten und Tag, Frau Christina Weber. Ich hätte gerne, da steht Frau Lili Lips, hätte ich gesprochen. Sind Sie Gatte? Nee. Oder? Wissen Sie, Sie sind durch diese Nummer auf unsere Plattform registriert. Es handelt sich um Onlinehandel. Sie sind an mir geleitet worden. Bin Kontomanagerin. Mit wem spreche ich? Es ist eine Plattform, wo Sie profitieren werden. Jetzt habe ich Angst. Also, ganz ehrlich, wissen Sie, was das ist? Haben Sie gehört beim Onlinehandel? Ja, klar, da kann man richtig Panzer machen. Sagen Sie mal, sind Sie normal? Alles gut? Nee. Dann sind Sie es. Also, wissen Sie was? Also, Spaß beiseite. Dass Sie Humor haben, das ist gut. Aber jetzt ist das nicht nötig. Sagen Sie mal, haben Sie überhaupt Erfahrung gemacht beim Handeln? Irgendwelche? Nee. Wie sind Sie dann auf der Plattform drauf gekommen? Man hat... Da das war ein E-Mail-Adresse. Da bin ich ausgerutscht und war ich einfach drin. Ja. Hallo. 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 Guten Tag, mein Herr. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz schnuggelig. Möchten Sie das Ihre TomTom-Gerät aktualisieren? Ja, da habe ich ja vorhin geguckt, aber da kam ja nichts. Brauchen Sie Hilfe oder möchten Sie das selber versuchen? Na, wie meinen Sie das mit Hilfe? Da kam ja nichts auf Ihrer Webseite. Ist ja kaputt. Kein Problem, dann versuchen Sie selber. Bis dann, Herr. Tschüss. Betrüger. Ja, richtig. Krimineller. Ja. Krimineller Betrüger. Jawohl, richtig. Schäm dich. Tschüssi. Schäm dich. Tere behne ki nara kevon. Schäm dich. Mag bohut nige. Schäm dich. Da heult ein Bike im Hintergrund. Gut,
Guten Tag. Hallo. Jo. Guten Tag, Herr. Mein Name ist Martin. Ich rufe Sie von TomTom Support. Sie wollen Ihre TomTom aktualisieren oder Update machen? Ja. Wie bitte? Ja. Haben Sie mit Ihrem PC verbunden? Ja. Um Ihnen besser zu helfen, ich brauche eine baldige Verbindung mit Ihrem PC. Darf ich? Na los. Wie bitte? Na los. Wie bitte? Na los. Kein Problem. Auf Wiedersehen. Tschüss. Betrüger. Tschüss. Kriminell. Nee, noch nicht. Ja, hallo. Ja, hallo? Hallo? Hallo, ich spreche mit einem Herrn Toffel? Mhm. Ist das richtig? Mhm. Okay, Herr Toffel, hallo. Schön. Hallo, Herr Toffel, mein Name ist Andreas Becker. Ich rufe an von ExpertCoin, der Online-Handelsplattform. Mhm. Sagt das Ihnen was? Mhm. Ja, sagt Ihnen was? Herr Toffel, es geht um das automatische Handeln auf dem Finanzmarkt. Aha. Ja, Sie haben sich ja gerade bei uns angemeldet. Vor kurzem. Ja, es ist... Das ist, geht um die die Auto-Trading-Software. Mhm. Ja? Sagt Ihnen gar nichts, Herr Toffel? Mhm. Sie müssen eine Werbung gesehen haben über eine Handelssoftware, die für Sie auf dem Finanzmarkt handelt und somit für Sie Geld erwirtschaftet. Mhm. Müssten Sie eigentlich gesehen haben. Haben Sie nicht gesehen? Mhm. Okay. Herr Toffel, sind Sie sicher, dass Sie interessiert sind am Handel? Nee. Sie sind nicht interessiert. Warum haben Sie sich dann angemeldet bei uns? Hab ich doch gar nicht. Haben Sie nicht? Nee. Okay. Aber komischerweise, wie kann das denn sein? Also ich hab hier Ihre Daten. Wie kann das denn sein? Sie müssen sich ja mit Ihrem Namen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse angemeldet haben. Ja, keine Ahnung. Da Sie interessiert gewesen. Geklaut? Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Kann nicht sein, Herr Toffel. Also schauen Sie her, es wäre eigentlich wirklich, wirklich ein gutes System. Ja, was Sie von uns bekommen können. Das ist wirklich vollautomatisch. Das kauft und verkauft für Sie verschiedenste Vermögenswerte und damit machen Sie Geld. Herr Toffel, Sie können mit 250 Euro schon anfangen. Wie bei allen anderen Betrügern. Herr Toffel, wir sind keine Betrüger. Ja, wir sind ein seriöses Unternehmen. Nein. Ja, wenn Sie keine Lust haben, dann ist in Ordnung. Sie müssen, okay, also wenn Sie, schauen Sie her, das ist Ihre Meinung, ja, Sie kennen uns ja nicht. Also wo wollen Sie wissen, dass wir eine Betrügerfirma sind. Weil ich Ihnen nicht erlaubt habe, anzurufen. Das hat ja nichts mit dem. Sie haben sich ja registriert und Sie haben Ihre Telefonnummer hinterlassen. Deswegen rufen wir zurück. Ich habe Sie aber nicht erlaubt, mich anzurufen. Das machen nur Betrüger. Okay, in Ordnung. Okay, Herr Toffel. Also, wenn Sie nicht interessiert sind, kein Problem. Dann lasse ich Sie von unserem System löschen, ja? Entzückend. Super, wunderbar. Also, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Wiedersehen, Krimineller. Guten Tag. Hallo? Ja. Schönen Tag, mit wem ich spreche, Entschuldigung. Mit wem? Gabi Winter? Ja, ich möchte einfach Ihren Namen wissen. Warum? Also, Sie haben sich registriert, leider Ihren Namen, System einfach zeigt nicht. Hm. Ich möchte einfach wissen, Ihren Namen. Was? Ich möchte doch Ihren Namen wissen, damit ich kann also mit Ihnen reden, ja? Wieso wollen Sie den wissen? Ich habe schon gesagt, Sie haben sich registriert in Finanzplattform, leider Sie haben Ihren Namen nicht geschrieben, ja? Sondern geht Ihre ja gar Telefonnummer nicht. Geht nicht? Nee. Oder, okay, warum denn? Ja, weil das nicht geht. Man kann ja das Feld nicht leer lassen. Okay, dann warum? Sie haben sich registriert mit einem anderen Namen und warum, eine andere E-Mail. Warum? Genau, ich kann lügen Ihnen. Sie mich an? Hab schon gesagt, Sie haben sich registriert in Finanzplattform. Aber deswegen muss man doch nicht die Leute belügen. Was meinen Sie damit? Na, Sie können doch meinen Namen da lesen. Jetzt haben Sie ihn doch vorgelesen. Ja, ich kann, aber wenn Ihnen gefällt, dass ich werde Ihnen mit solchen Namen sagen, ich kann Ihnen genau sagen. Aber ja. Ich denke, das ist nicht schön, ja, wenn ich werde Ihnen etwas Schlechtes sagen. Warum? Dass es nicht höflich ist, ich denke. Warum? Einfach, Sie sind ein Mann. Sie sind warum? Ein Mann, Sie sind eine Person. Warum ich soll ein, warum? Was bedeutet warum? Warum? Soll ich Ihnen schimpfen? Ja. Ach, Ihnen gefällt das? Hm? Hm, ich denke, Sie sind ein bisschen verrückt, ja? Ja, das kann sein, aber ich habe gelesen, wenn man sich bei euch anmeldet, dann kriegt man beleidigende Anrufe. Da wollte ich mal gucken. Nee, niemand. Doch. Nee, ich habe nur Ihnen angerufen. Fang an, du ja, Sau. Mann. Fang an, du Sau. Sie sind ehrlich verrückt, ich denke. Ja? Fang ja? an. Beleidige mich. Sind Sie behindert? Mich.
Ein bisschen. Habe ich gelacht auch, okay. Ja. Kann ich Ihnen einfach helfen oder nein? Sie haben, ich denke, Sie haben Zeit, Sie haben keine Arbeit, deswegen Sie haben sich registriert, damit genau. Sie können einfach ein bisschen Spaß haben. Ja. Genau, ich dachte, ich kann mit euch ein bisschen Spaß haben. Ja, und ein Video machen für YouTube. Wie geht denn das? Denn wenn du mir sagst, wie ich das machen kann, dann mache ich das auch mal. Das habe ich so gerade bei so vielen gesehen. Aha. Das gucke ich auch immer gerne, aber ich weiß nicht, wie man das aufnimmt. Okay, lieber Herr, Moment, ja? Wenn Sie denken, dass Sie werden einfach einige Anrufe kriegen von unserer Seite, ich werde Ihnen 100% sagen, dass Sie werden diese Anrufe nicht kriegen, ja? Oh nein. Weil Sie sind nicht unseriöse Person und ich werde nicht meine Zeit einfach, Zeit, die ich habe, ich werde nicht mit Ihnen reden, okay? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich wünsche Ihnen, genau, seien Sie gesund und ein bisschen Kopf. Haben Sie, denken Sie mit Kopf einfach. Wiedersehen, Schmodderbacke. Hurensohn, schönen Tag noch. Dankeschön. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herr Trüger? Herr B. Trüger. Okay, Sie haben bei uns Ihren Namen so geschrieben. B. Trüger. Trüger, ja. Ich melde mich von der Finanzbörse. Es geht um Bitcoin-Handel. Haben Sie schon Ihr Handelskonto aktiviert oder noch nicht? Ja. Ja? Und da sehe ich, dass Sie haben keine Investition getätigt. Ich? Aber da hat doch gestern schon einer angerufen. Das haben Sie schon gemacht, ja? Ja. Okay. Ja, guten Tag. Mit wem spreche ich denn da? Hallo. Ich kann Sie akustisch leider nicht hören. Hallo? Guten Tag. Hallo? Hallo? Ja? Mit was spreche ich denn da? Ja, bitte? Hallo? Ja, hallo? Ja, wen habe ich denn da? Ja? Mit was spreche ich denn? Mit wem? Ja, mit wem spreche ich? Das habe ich zuerst gefragt. Ja, aber Sie antworten nicht, wenn ich erst frage. Sie haben ja nicht zuerst gefragt. Stimmt es? Was? Ja, ich habe gefragt, also circa vor ein paar Stunden. Was denn? Aber dann haben Sie Mailbox eingeschaltet. Und Sie haben gesagt, dass Sie meine Nummer blockieren können. Ich habe nichts gehört. Okay. Jetzt höre ich wieder nichts. Ja, was möchten Sie denn? Ja, dann reden wir halt gesagt. Nicht. Was? Ja, ich hab schon gesagt. Ja, es kommt ja nichts durch, wenn du dein Mikrofon immer ausmachst. Also, mein Mikrofon ist immer eingeschaltet. Ja, war gerade stumm. Ja. So, was willst du denn jetzt? Ja, ich hab schon gesagt. Ja, ist ja nicht angekommen hier. Ja. So, wo bin ich gelandet? Ja. Also darf ich fragen, warum Sie in so betrügerischer Firma arbeiten? Na, Sie arbeiten doch in einer betrügerischen Firma. Warum arbeiten Sie in so betrügerischer Firma? Mach ich ja nicht. Nein, Sie arbeiten dort. Ja, bei der Betrügerannahmestelle. Wie gefällt Ihnen das? Wie gefällt Ihnen das? Ja, das sagt der Betrüger. Junge, du bist ein Betrüger, mehr nicht. Ja. Ja. Mit viel zu viel Langeweile, glaube ich. Warum machen Sie das? Ja, damit ich dir ein bisschen Zeit klauen kann. Ja, aber warum machen Sie das? Na, damit ich deine Zeit klauen kann. Deswegen mache warum ich das. Warum stellen Sie einfach das Geld? Ja, damit. Das. Wie gefällt Ihnen solches Leben? Finde ich gut. Macht Spaß. Und warum haben Sie erstes Mal gesagt, dass Sie in dieser Firma nicht arbeiten? Ja, weil Sie ein Illegaler sind. Und warum antworten Sie mich jetzt das alles? Na, warum nicht? Vorhin hast du ja nichts gesagt. Verstanden. Schon armselig in okay, dem Fall. Okay, dann müssen Sie in die Polizei gehen. Ich habe euch ja schon gemeldet. Sie müssen das alles erzählen, dass Sie Betrüger sind. Ja, du bist ja der Betrüger. Doch. Du kannst mich damit nicht beeindrucken. Eigentlich bist du nur peinlich und langweilig. Und Schmutz. So, was willst du denn jetzt, Mäuschen? Willst du mal die Greta streicheln oder so,
Wie bitte? Willst du mal die Greta streicheln? Da fehlt dir deine Intelligenz, ne? Nicht vorhanden. Naja, verbrauch ruhig noch ein bisschen deiner Zeit, ist ja nicht weiter schlimm. Hallo. Guten Tag. Es liegt eine Nachricht für Sie vor. Guten Tag. Ihre Bestellung ist versandbereit, wird mit der UPS-Kurierdienst geliefert. Ihre Sendungsnummer 1Z71984Y7998901046. Telefonnummer 49.303.806.6689. Website www.ups.com. Dies war eine Nachricht von N, E, O, E, L, E, M, E, N, T, gesendet am 29. Juni 2022 um 19.19 Uhr. Was denn los? Hallo, guten Tag. Wo drückt denn die Socke? Isabella Beck, mein Name ist, ich grüße Sie. Also ich rufe Sie an von einer Lageberatungsfirma. Eine Lageberatungsfirma? Ja, ich wollte gerne mit Ihnen was beratet ihr denn für eine Lage? Ich wollte gerne mit Ihnen ein paar sehr wichtige Informationen um die neuesten Gelegenheiten über Finanzmarkt teilen. Am Anfang will ich Ihnen fragen, sind Sie vielleicht bekannt mit Finanzmarkt? Wie möchten Sie denn genau sprechen? Ja. Hallo, this is John Andrews, may I speak to Mr. Felix? What? Mr. Felix, sprechen Sie Englisch oder nur Deutsch? Na Deutsch, aber nuschel mal nicht so, sonst versteht man nichts. Ich rufe Sie von der Firma GMA Pros wegen der Online-Handelssoftware an, für die Sie sich angemeldet haben. Aha. Für welche denn? Sir, ich bin Ihr Kontomanager und helfe Ihnen bei der Aktivierung Ihres Kontos. Ja, und für welches Konto? Welches Konto denn? Welche Software? Jetzt haben wir schon zwei Fragen. Wenn du immer weiter laberst, dann kommen noch mehr Fragen. Sir, Mr. Felix, haben Sie ein Online-Handelskonto eröffnet? Kann es sein, dass du irgendwie unintelligent bist? Weil ich habe dir jetzt zwei Fragen gestellt. Okay, danke. Dankeschön. Dankeschön. Ah ja, also ist die Intelligenz gleich vorbei. Ja. Wer ist denn da dran? Hallo. Ja. Ja, mit wem spreche ich? Entschuldigung. Ja, mit dem, den Sie angerufen haben. Also ich habe Sie angerufen. Ja, und wen möchten Sie sprechen? Mit Ihnen. Ja, und wen genau? Ja. Was, ja? Also mit der Person, ich weiß nicht, wie das erklären. Aha, okay. Können Sie nicht mal ablesen, oder was? Also was muss ich lesen? Wo genau? Ja, mit wem Sie sprechen möchten. Ja, aber ich habe gefragt erstens, also mit wem spreche ich? Ja, aber ich sage doch nicht fremden Leuten meinen Namen. Ja, aber warum antworten Sie auf meine Frage nicht? Also und fragen sofort andere Frage? Ich habe keine andere Frage, ich habe die gleiche. Ich frage, mit wem Sie sprechen möchten. Ja, aber ich habe Essen gefragt. Hm? Ich habe zu geantwortet. Ich sage Ihnen meinen Namen nicht. Sie wollen keinen Namen sagen? Ja, wenn Sie meinen Namen nicht haben, dann geht Ihnen der Name auch nichts an. Dann brauchen Sie ja meinen Namen nicht. Dann hat sich ja das Gespräch schon erledigt. Schönen Tag noch. Ja? Hallo. Wie geht es Ihnen? Was denn? Wie bitte? Was möchten Sie denn? Also, warum sind Sie so böse sofort? Ich verbiete Ihnen, mich nochmal anzurufen. Das war's leider schon von der Kakerlaken-Party. Wenn du immer noch nicht genug bekommen kannst, unterstütze doch gerne den Kanal mit einem Premium-Abonnement über die Kanalmitgliedschaften. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.